Herzlich willkommen bei TQ Aviation. Mein Name ist Michael Grandl, ich bin für den Service Ihrer Avionikgeräte zuständig und ich möchte Ihnen heute erklären, wie man im Audiomenü die Funktionen lockt, damit Flugschüler oder andere Piloten die Einstellungen, die sie mühsam vorgenommen haben, nicht verändern können. Die Lock-Funktion stellt man ein, indem dass man die Frequenztaste und die Audiotaste gleichzeitig für 2 Sekunden drückt. Wenn man dann weggeht, erscheint das L für Lock und danach muss man die Audiotaste noch einmal betätigen und die Squelch-Einstellung einmal verändern. Und wenn man jetzt das Gerät aus- und einschaltet, ist die Einstellung der Lock-Funktion übernommen. Sie können danach weiterhin Squelch, Vox und die Lautstärke des Funkgerätes einstellen. Alle anderen Funktionen sind dann gesperrt. Zum Entsperren der Lock-Funktion drücken Sie ganz einfach wieder die 2 Tasten Frequenz und Audio für 2 Sekunden. Und Sie sehen, beim Loslassen der Taste erlischt das L. Und auch hier müssen Sie wieder in das Squelch-Menü gehen, die Einstellung um 1 verändern, damit die Einstellung nach dem Einschalten wieder übernommen ist. Dazu schaltet man das Gerät einmal aus und ein und dann sehen Sie, dass das L erloschen ist und die Lock-Funktion aufgehoben. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Videos oder in unserer Bedienungsanleitung.